Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Top-Spiel aus meiner Sicht, jetzt endlich auch auf dieser Liste. Und die Rede ist von Paleo. Und damit geht die Reihe weiter und wer die Playlist kennt, der weiß ja, in diese Playlist packe ich Spiele rein, die es wirklich wert sind, die aus meiner Sicht Top-Spiele sind, kurze, längere Sicht, aber auf Dauer einfach nie quasi mein Regal verlassen werden, weil sie absolut den Charakter haben, ja, die sind eine absolute Granate, die habe ich schon so oft gespielt, so viel Reiz erfahren und dazu zählt letztendlich jetzt auch Paleo. Paleo vom Autor Peter Rustemeyer ist ein kooperatives Abenteuerspiel, erschien bei Hans im Glück und Vertrieb bei Asmodee. Es ist angegeben für 2 bis 4 Personen, geht ja ca. 60 Minuten, abhängig von den Szenarien und ist ab 10 Jahre. Es hat den Titel Kennerspiel des Jahres 2021 bekommen und da war ich auch ein bisschen kritisch, weil die Jury Spiel des Jahres gibt es auch an, als Kennerspiel, aber als Kennerspiel mit einer Einstiegshürde, die anspruchsvoll ist. Also, auch wenn ihr ein bisschen Spielerfahrung dann habt, solltet ihr euch das gut überlegen, ob denn das was für euch ist. Ich habe es auch in verschiedenen Videos, auch die Erweiterung dann letztendlich vorgestellt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Kooperativ spricht ja eigentlich für einen geselligen Abend, aber hier das Ganze in der Steinzeit zu erleben und zu spielen, ist natürlich schon was Besonderes. Und es gab mittlerweile auch diverse neue Auflagen, weil gerade in der ersten Auflage war das ein bisschen schwierig teilweise mit der Anleitung, mit der Zugehörigkeit. Man ist schwer reingekommen, aber es war auch, muss man wirklich sagen, eine Herausforderung für den Autor, für das Redaktionsteam, für den Verlag, weil letztendlich so ein Spiel mit vielen Karten, wo man verschiedene Aktionen auslösen kann, das Ganze textlich in der Anleitung darzustellen, das ist aus meiner Sicht schon wirklich eine große Herausforderung gewesen, aber der Verlag hat sich dem angenommen, mittlerweile auch sehr gut verkauft, viele Auflagen immer wieder verbessert, auch das Material und wenn man das jetzt sieht, man hat ja hier so eine Auflage, ich habe es euch einzeln vorgestellt und eine Vielzahl von Karten. Und man agiert gemeinsam und versucht den Tag hier mit seinen Menschen zu absolvieren aus der Steinzeit und praktisch Karten ausspielt und Aktionen, die auf den Karten hinterlegt sind, ausführt. Das Besondere ist allerdings, dass ich ja immer einen Kartenstapel vor mir habe. Ich sehe zwar die ganze Rückseite, ich darf die Karten aber nicht umdrehen. Und ich darf immer nur die obersten 3 Karten meines Stapels nutzen. Und diese einzelne Karte, die ich mir dann aussuche von den 3 Karten, dann nutzen, um letztendlich ein Szenario zu schaffen. Weil es ist so aufgebaut in der Box, dass hier verschiedene Szenarien enthalten sind. Ihr braucht immer wieder neue Karten, die ergänzt werden. Andere fliegen wieder raus. Und so versucht ihr, die einzelnen Level und die Szenarien gemeinsam zu absolvieren. Und das funktioniert schon wirklich sehr gut zu zweit. Wer also sowas dann sucht, wo gerne zu zweit spielt, da auch eine absolute Empfehlung. Man kann es natürlich auch spielen für bis zu 4 Personen, aber das kann gerade bei der ersten Partie schon ein bisschen zäh sein, wenn alle 4 Personen das Spiel noch gar nicht kennen. Als Einstieg empfiehlt es sich, je nachdem, erst einmal zu zweit zu spielen und dann andere an das Spiel heranzuführen, was auch übrigens super funktioniert. Vielleicht noch ein Hinweis zur Altersangabe, ansonsten wollte ich es ja kurz fassen, alles, wie gesagt, in den anderen Videos ab 10 Jahre aus meiner Sicht, das passt. Es ist ein gehobenes Spiel. Ja, die Kinder von mir spielen es auch, aber die spielen natürlich auch sehr viel. Ist es nicht der Maßstab, wo ihr je nachdem immer umrechnen müsst. 10 Jahre passt, Tendenz eher Richtung 11, 12 Jahre. Immer abhängig davon, wie eure Spielerfahrung ist. Und 45 bis 60 Minuten, ja, ist natürlich immer geschuldet dem einzelnen Szenario. Manchmal geht es, was das Szenario angeht, vielleicht nur 20 Minuten, dann fangt ihr wieder neu an, weil letztendlich geht es darum, die einzelnen Szenarien-Level zu schaffen, um letztendlich das zu absolvieren, um dann vielleicht über das zum nächsten Szenario zu gehen. Aber ihr habt eine bunte Auswahl. Ihr könnt die gewisse Bereiche, Karten auch mischen. Es bietet auf jeden Fall sehr viele Optionen. Und wenn ihr das Ganze oft gespielt habt, dann greift ihr vielleicht hier, je nachdem wann ihr das Video schaut, gibt es natürlich schon viele weitere Erweiterungen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt auch diese Erweiterung an. Ein neuer Anfang, das ist die erste große Erweiterung. Und spätestens da hieß das ganze Kennerspiel zu einem durchaus einem anspruchsvolleren Spiel, einem Expertenspiel, so würde ich es auf jeden Fall darstellen. Was eure Meinung ist zu dem Spiel? Wir haben jetzt geschätzt, was Grundspiel und Erweiterung geht. Weiß nicht, 150 Partien haben wir locker absolviert. Ja, ist schon ein bisschen verrückt. Und deswegen auch
jetzt in dieser Liste als Topspiel, auch wenn, und das ist der einzige Punkt, wenn man das gespielt hat, der Reiz aus meiner Sicht dann etwas nachlässt, aber es ist immer wieder die Motivation vorhanden, das zu einem späteren Zeitpunkt neu zu spielen. Das haben wir auch bei Paleo gemacht und genau deswegen habe ich es gedacht, dann wird es auch durchaus Zeit, dieses Spiel in so ein Ranking, in so eine Liste zu hieven. Das zu allen Infos zu Paleo. Ihr wisst hoffentlich Bescheid. Ansonsten schaut einfach in die einzeln verknüpften Videos dann rein. Macht euch selber ein Bild und dann bin ich natürlich auch gespannt, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Das dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren ergänzen. Und wenn ihr euch jetzt das Spiel oder andere Produkte, Spiele holen wollt, dann beispielsweise gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das zu allen Infos. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.